Heute möchten wir euch über eine äußerst wichtige Petition informieren, die letztes Jahr gestartet wurde. Ralf Kahlert und eine Gruppe besorgter Bürger haben diese Petition ins Leben gerufen, um ein Verbot der Partei Die Grünen zu fordern. Die Petition richtet sich an den Bundesrat, die Petitionsstelle und zwei weitere Instanzen. Wir müssen über die rechten Netzwerke in Polizei, Verfassungsschutz und Bundeswehr reden und wir müssen darüber reden, wie vermeintlich konservative rechte Parolen seit Jahren salonfähig machen und den Faschismus hofieren. Und da ist doch klar, weder der Verfassungsschutz, der die rechten Netzwerke mitfinanziert, noch mehr Rechte für die Polizei sind nicht Teil der Lösung, sondern sind Teil des Problems. Manchmal muss man den klugen Worten einer Frau, wie vorhin von Ricarda, sich einfach anschließen und mal den Blick auch zur Jungen Union wagen. Da reden die Männerhorden rund um Tilman Kuban wenige Tage nach Halle auf einmal über angeblich fehlende Vaterlandsliebe. Entschuldigt bitte, aber dann ist man eine ziemlich durchgekochte Kartoffel. Während jüdisches Leben ganz offen bedroht wird, über Vaterlandsliebe zu schwafeln, das ist einfach nur verachtenswert, widerlich und anstandslos und überhaupt no heart for a nation und coole Kids haben kein Vaterland. Und den leider viel zu häufig stattfindenden Nazi-Aufmärschen, den werden wir jedes verdammte Mal mit aller Entschlossenheit uns entgegenstellen, verdammt nochmal. Alerta, alerta, Antifaschista! Warum ist diese Petition so wichtig? Wir sehen mit großer Besorgnis auf das Handeln und die Politik der Grünen. Wir sind überzeugt, dass diese Partei den Interessen der Menschen in Deutschland und der Wirtschaft schweren Schaden zufügt. Forderungen der Petition? Sofortiges Verbot der Partei Die Grünen. Einstellung von Waffenlieferungen und finanziellen Kriegsunterstützungen. Wir fordern den Deutschen Bundestag sowie die Landtage auf, beim Bundesverfassungsgericht einen Verbotsantrag gegen die Grünen und ihre Unterorganisationen zu stellen. Unterstützt diese Petition. Wenn ihr dieser Angelegenheit zustimmt, könnt ihr die Petition unterzeichnen und aktiv unterstützen. Hunderttausende wollen, dass dem Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke bestimmte Grundrechte entzogen werden. Aber warum eigentlich? Höckes AfD in Thüringen wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Er selbst musste beispielsweise schon vors Gericht, weil er eine Nazi-Parole benutzte. Und einige seiner Äußerungen tauchen im thüringischen Verfassungsschutzbericht auf. In Thüringen wird im September gewählt und Höckes AfD liegt in Umfragen vorne. Viele wollen verhindern, dass er die Wahlen gewinnt. Die Petition wurde inzwischen mehr als 990.000 Mal unterschrieben. Ihr Ziel? Die Bundesregierung soll einen Antrag auf sogenannte Grundrechtsverwirkung gegen Höcke stellen, beim Bundesverfassungsgericht. Sollte das Bundesverfassungsgericht diese Grundrechtsverwirkung beschließen, könnte Höcke sein Wahlrecht verlieren und das Recht gewählt zu werden. Aber ob das überhaupt passiert, ist völlig unklar. Die Hürden dafür gelten generell als hoch. Aber was ist eigentlich eine Petition? Das Wort Petition stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Bitte oder Ersuchen. Eine Petition kann ein Wunsch, ein Vorschlag oder eine Beschwerde sein, die mit einer öffentlichen Einrichtung in Hessen zu tun hat. Jeder in Hessen kann eine Petition einreichen, egal ob Kind oder Erwachsener. Es gibt verschiedene Arten von Petitionen, zum Beispiel Einzel- und Sammelpetitionen. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Petition nur von einer oder von vielen Personen unterstützt wird. Jede Petition bekommt die gleiche Aufmerksamkeit. Aber was passiert genau mit Annas Petition, wenn sie im Hessischen Landtag ankommt? Es gibt dort eine Gruppe von Abgeordneten, die versucht, den Menschen bei ihren Anliegen und Wünschen zu helfen. Die Gruppe heißt Petitionsausschuss. Dieser Ausschuss prüft zuerst, ob der Landtag für das Anliegen zuständig ist. Wenn dem so ist, versucht der Landtag zusammen mit der Landesregierung eine Lösung zu finden. Natürlich können die Abgeordneten nicht jeden Vorschlag umsetzen oder jede Bitte erfüllen, aber sie setzen sich in jedem Fall ernsthaft mit jedem Anliegen auseinander. 5 Millionen Menschen haben gegen Artikel 13 unterzeichnet bei change.org, einer Petitionswebseite. Doch gebracht hat es nichts. War das vielleicht die falsche Seite? Hätte man vielleicht besser beim
Online-Petitionsausschuss direkt unterzeichnen sollen, direkt beim Bundestag. Und 5 Millionen Unterschriften war die Change.org-Petition gegen Artikel 13, die wahrscheinlich größte Petition, die es bis dato je auf der Welt gegeben. Das Ende ist klar, die Politiker haben sich trotzdem nicht dran gehalten. Da kann man sich natürlich fragen, was bringen die ganzen Petitionsaufrufe? Wenn man eine Online-Petition starten möchte, kann man das über ein Internetformular tun beim Petitionsausschuss des Bundestages oder beim Petitionsportal des Europaparlaments. Das ist allerdings relativ selten, dass das gemacht wird. Und ich habe mit den Machern der Change.org-Petition gegen Artikel 13 mal gesprochen. Warum habt ihr es nicht darüber gemacht? Die haben gesagt, mach das mal, Christian, füll das da mal aus. Das ist ein Riesenbogen, der da ausgefüllt werden muss, so eine Online-Petition zu starten. Und dann, da hängt sich einfach keiner dran. Es ist einfach völlig kompliziert, sich da dran zu hängen. Auf Wunsch kann man die Petition veröffentlichen lassen, ja, wenn man das möchte. Es gibt also weitaus mehr Petitionen, als ihr auf der Webseite des Petitionsausschusses derzeit seht. Wenn ihr eine öffentliche Petition startet, wo sich noch andere anschließen wollen, also eine Massenpetition, die muss dann ja entsprechend öffentlich sein, damit andere sich entsprechend anhängen können. Was passiert mit eurer Petition? Sie wird immer an die zuständige Stelle weitergereicht. Im Bundestag ist es so, dass man schaut, ob innerhalb von 4 Wochen nach Eingang bzw. nach Veröffentlichung im Internet mehr als 50.000 Personen diese unterstützt haben. Wenn euch das gelingt, ihr nehmt das offizielle Petitionsportal, habt mehr als 50.000 Leute innerhalb von 4 Wochen, dann habt ihr das Recht, dort zu reden im Petitionsausschuss. Ihr habt dann ein Rederecht, finde ich schon stark. Dann könnt ihr dort offiziell sagen, was ihr wollt.